von diesem höheren Seinszustand ist dann was, was ich wirklich einfach prinzipiell als Embodied Soulpreneur bezeichne. Das heißt wirklich eine Person, die im Einklang mit sich, mit Körper, Geist und Seele ist und die ihr Business sozusagen auch so führt. Und das ist nochmal das, um zurückzukommen zum Anfang, wo eigentlich die Strategien dann auch nicht mehr das Wichtigste sind, sondern das Vertrauen auf sich selber und auf den eigenen Weg. Und das ist zum Beispiel eins der häufigsten Probleme, die ich zu hören kriege, dass sich die Leute umschauen und irgendwie sehen, wie man Business macht. Da erzählen einem Leute, man muss bereit sein, 70 Stunden pro Woche zu arbeiten oder was auch immer so diese Konzepte da draußen sind, wie man Business macht oder wie man selbstständig ist. Und nichts von dem muss stimmen, weil wenn wir wirklich unserem eigenen Weg vertrauen, können wir das uns erschaffen, wie wir das haben wollen.